So, wir sind wieder da. Der Das immer. Fleischklops. Und unsere Pizza ist aber noch nicht da, deswegen klingelt es wahrscheinlich hoffentlich bald. Ja, Und wir werden genau. nicht pausieren. Dann hi hi und so. Das war jetzt der Anfang. Na Ja, klar. geil. Das ist voll innovativ. Profis, Medientycoone Kannst du jetzt mit den unterwegs. ganzen Füßen die Scheiben eintreten? Du kannst dich da festhalten, oder? Ich Halten kann. die sich da fest? Ja, Mann. Geil. Ja, cool. Tja, jetzt wäre natürlich die Frage, ob du noch was hättest anderes machen können. Nein, du läufst jetzt nicht damit, oder? Also irgendwie finde ich das schon gerade ein bisschen. Ach, und du bist jetzt auf einer Okay. anderen Ebene von der Raumtiefe als vorhin. Das ist ja schon ein bisschen, also ein Das ist bisschen so ein eklig bisschen. ist es schon, oder? Kennt ihr diese Studio. Diese Studio Ghibli Miyazaki-Filme? Reise ins Zauberland? Sagt nix. Da gibt es doch auch dieses Ohngesicht, heißt es, glaube ich. Der Typ, der alles in sich reinfrisst. Der sieht fast genauso aus wie dieser Klops hier. Jetzt bist du ja so richtig, dein Superman-Anzug ist dann praktisch jetzt, wa? Also Ist schon irgendwie. auf jeden Jetzt Fall so kannst du ein dich an allen rächen, die dich hier gejagt haben. Hoffentlich kommen Gewaltreiz. auch Hunde. Geil. Kannst du die noch mitnehmen? Oder einsaugen oder so. Ja. Oder können die dich, nee, hochheben Ja, ich wahrscheinlich kann nicht. damit nichts Aber die kommen machen. mit. Also es scheint schon mal irgendein Element zu sein, dass die noch. Das Laufen ist geil. Ja. Was? Jetzt müssen die dich hochheben. Ja, Mach die aber. nicht kaputt. Geräusch Das ist ja großartig. ist schon ein bisschen geil. Weiß ja nicht. Okay, auf sowas war ich jetzt irgendwie nicht vorbereitet. Was ist da drin? Das ist ein Miniaturkram, wa? Ja, Modellzeug. Das ist sehr, sehr angenehm skurril. Okay, die brauche ich wieder wahrscheinlich. Ja. Aber wo sind sie? Kannst du dich da an dem Lüfter festhalten? An dem Dings? Dem Ventilator. warte, ja genau. Ich Ja. glaube, das. Aber du kannst ja auch nicht wieder hoch, oder? Aber hier geht's ja auch noch lang wahrscheinlich. Achso, das kannst du jetzt drüben dann drunter stellen. Damit kannst du dann drüben hoch. Die Geräusche sind klasse. Ja. Ich finde, das sieht auch ganz schön. Also auch die Füße und so, wie die laufen. Sieht schon ganz schön gut aus, oder? Oh mein Gott. What the fuck? Ich hoffe ja fast, dass die Leute einfach noch so ein Spiel in die Richtung machen. Weil wenn es jetzt die Steigerung ist. Aber man hat immer noch keine Ahnung, wo man da überhaupt ist, oder? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, ne? Dass man irgendwie, also ich verbinde jetzt damit so die leise Hoffnung, dass es vielleicht diesmal im Gegensatz zu Limbo noch so eine Art Aufklärung gibt, ne? Das wäre Also, voll dass man schön, nicht. so als werden die halt, weiß ich nicht, ja, so die Leute, die halt andere Leute züchten, um halt irgendwelche Ressourcen zu bekommen oder so. Ist jetzt aufgefallen? Ja. Wie geil ist das denn? Okay. Das hat dem Spiel auch ganz schön viel Geschwindigkeit gegeben, oder? Ja. Ach. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ja, Nein, das. du ziehst das Blut auch noch mit. Großartig.
Kannst du das hoch machen? Nach oben? Kannst du dann oben rauf? Ach. Ja, als Ramborg, oder? Ja. Achso, ich muss damit wahrscheinlich irgendwie den Schalter da oben. So, oder so. Stimmt. Aber. Okay. Du musst du wahrscheinlich balancieren. Das ist jetzt wirklich wahrscheinlich so ein bisschen so. Ja, ja, ja. Sehr geil. Hey, du Witzke. Das ist cool. Da komm schon, nein. Zurück, zurück, zurück. Ja, ja. Nein. Was? Geht noch. Alles geplant. Alles geplant. Hunde! Ja, jetzt kommt her. Nehme ich das Teil mit? Na, mal gucken. Kannst du nicht. Die trauen sich auch nicht so richtig. Schnell rauf. Liegen lassen! Ach, oh, Mist. Dann lass erst wieder ganz runter. Reicht es? Ja. Ui, ui. Juhu! Ist das gerade okay, Arm abgefallen, oder? Verloren, ja. Ja. Sehr witzig. Jetzt musst du mal wieder rauskommen, weil die Tür ist ganz klein. Oder kannst du die trotzdem aufmachen? Nee, scheinbar nicht. Hm. Ja, der Typ. Nee, lass den mal. Okay. Lass die mal entkommen. Dann isst ihn auf, wenn er nicht hinguckt. Okay. Nicht zu voreilig. Geduld. Vor allen Dingen ist schön, dass der abgefallene Arm sich immer noch bewegt, ne? Ja. Du kannst warten, bis wirklich irgendwie was passiert. Aber nicht, dass er die Tür hinter sich wieder zumacht. Ja, wie gesagt, das Spiel hat ja keine Elemente, die halt irgendwie, wo du was verpassen kannst, dann kannst du nicht ja weiterkommen. Das gibt's ja eigentlich nicht. Du musst durch das kleine Loch durch. Sind das jetzt überall Orte, wo wir schon mal waren? Nee, wa? Doch, hier waren wir auf jeden Fall schon. Ja? Ja, da hing hier so ein Kabel, da sind wir nach oben geklettert. Okay. Nee, du musst wahrscheinlich da oben rein, ne? Das Ding nach oben und dann hochwerfen? Okay, die Steuerung mit dem Vieh ist ein bisschen, tricky. Ich hab nichts gehört. Feuer. Das ist okay. Wunderschön. Will ich da jetzt rein? Ich weiß nicht, ob man da so rein will. Wir sind schon gar nicht mehr rot genug, oder? Also, Er ist relativ widerstandsfähig. Echt? Okay. Musst du warten, bis du an der Stelle dann goldgelb bist. Vielleicht musst du irgendwas reinstecken, was du dann brennt, wieder rausziehen kannst oder so. Um damit irgendwas. Okay, war da denn? Ich hab keine Ahnung. Dann noch was? So, dann sind das hier Sprenkelanlagen um? Vor? Ja. Das kann sein, ja. Ja, genau. Okay, das war das Einzige, vielleicht? Was ich hier hatte, oder? Ja, probier's. Dann hältst du die unter die Sprinkleranlagen und also dann. Ich muss die wahrscheinlich dann oben brennend oben drüber schmeißen, über die Sprinkleranlagen, oder? Wenn du die einfach nur hältst. Ja, ich würde die einfach nur halten, unter die Sprinkleranlagen runter. Nee, genau, ich muss die jetzt da oben drüber und so, dann auffangen, damit sie auch nicht unten das Wasser. Ach du Kacke. Na dann los. Rüber. Sehr gut.
Achso, die sind auch schon an. Das Vieh ist ganz schön träge übrigens. Ja, stimmt, weil wir haben keine Ahnung, wie sich das so steuert. Aber du machst das gut. Du spielst heute wieder mit dem guten Steam-Controller. Genau. Au. So sehen definierte Bewegungen aus, auf jeden Fall. Super! Voller Körpereinsatz. Näher ran. Ja. Nein! Aber gut. Ich muss mir. Muss ich das jetzt gedrückt halten? Ja, muss ich. Okay. Aber wir wissen nur noch nicht. Wir wissen nur noch nicht, was uns das Ding da drüben dann bringt, oder? Ne. Okay, aber irgendwas wird's uns schon bringen. Auf der rechten Seite war diese blaue Luke oben, ne? Hurra! Der Wurf. Sehr schön. Und hüpf. Oh, Alter, ich glaube, das ist extra Träger an der Stelle, oder? So. Nee, weiter. So, da war das nicht. Hoch? Achso, doch, geht's so. Okay. Bin da oben. Ja, na, da ist ja irgendwas mit Feuer, oder? Die Flamme da? Schmeißen Sie einfach mal rein, guck, was passiert. Vielleicht öffnen. Ach, jetzt geht die Belüftungsluke auf, oder was? Irgendwie zum Qualm so. Abziehen. Ich meine, es ist... Jetzt klärt sich halt überhaupt nichts, wa? Es wird nur immer... Ja. ...unverständlicher. Noch verwirrender. Ja. Vielleicht kannst du jetzt dahin, wo du das rausgezogen hast, da rein. Ja, schauen wir mal. Ja, wir können Achievements haben, glaube ich. Das ist wieder so ein Kran. Da müsste man aber klein sein, um da hochzukommen, oder? Ach so. Also es schwingt, okay. Die werden es wahrscheinlich einhaken, wenn ich... Mhm. Also, stimmt, die scheinen dir zu helfen, weil der Inhalt hat ja auch extra für dich die Tür aufgemacht. Die haben zwar Schiss vor dir, aber trotzdem helfen die dir irgendwie. Okay. Aber warum helfen die? Achso, na. Stimmt, die Arbeiter haben mir auch, als ich klein war, geholfen, oder? Waren da nur diese im Anzug immer, die, also diese in dem Schwarzen. Ach, der muss jetzt, stimmt. Bisschen zünden. Zünden? Was doch die, dieses. Ja, Dings. Man kann ich doch gar nicht. Nicht? Schmeiß das mal zu den Bauarbeitern hoch. Mal gucken, was. Die reißen wahrscheinlich den Hebel dann oben. Wisst ihr? Und schieben es dann wieder runter. Ja. Wusste ich's doch. Einfach schlaue Menschen. Perfektes Timing. Ist natürlich. Kein perfektes Timing. Oh, scheiße. Das war natürlich gerade so ein bisschen. Weil eigentlich hätte es jetzt komplett zur Seite fliegen müssen, weil sich das ja gedreht hat. Hab ich mich mal wieder zu früh gefreut über meine. Nice. Das war zu. Nee, das war perfekt. Ah, gerade so. Okay. Viele Menschen. Die wollen dich ärgern, wa? Warum sieht das aus wie eine Arena? Und dann stehen da Leute? Ja. Okay.
ist wunderschön. Deine Freundin müsste eigentlich mal wiederkommen, oder nicht? Ja, ich vermisse sie schon. Oh, überall Bimmels. Pizza AFK. Abnehmen und den obersten Knopf drücken. Warum ist er abgeschlossen? Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder unter Wasser. Das heißt, vielleicht kommt deine. Aber die Frage ist ja, mag sie mich jetzt noch? Also ich würde mich nicht mehr mögen. Das hat viele Vorteile, wenn man so viele Hände und Füße hat, oder? Es gibt auch keinen Kopf. Muss so man richtig, mehr ne? waschen, finde ich jetzt nicht so. Nein. Ist ja eine Pause. Selbstverständlich nicht. Wir sind draußen. Dreh. Ah. Und okay, das wird jetzt irgendwie der Klops in der Wildnis. Oh nein, jetzt ist Schluss. Also wenn da Sonne scheint, ist das Schluss, oder? Da hat noch nie Sonne geschienen. Ja, das ist komplett richtig. Jetzt ist es wahrscheinlich gar und dann. Kannst du dich bewegen? Als wunderschöner Schwan. Okay. Ich meine, da wird schon noch irgendwas passieren. Vielleicht kommt jetzt deine Freundin aus dem Wasser und. Oder du oder es gebär, geht jetzt nee, du schneidest dich raus, oder? Nee. Na doch, wie die Kamera geht weg. Und. So ungeduldig, genießt es doch einfach. Okay. Ja, ich meine, die Lichtstimmung ist ja da tatsächlich relativ schön. Der Kloß wird auch kleiner, oder? Ja, die Kamera geht weg. Ja. Okay. Was? So viel zu, die beantworten uns unsere Fragen. Also ich meine, bei Limbo, dass man da seine Schwester dann am Ende gefunden hat, das kann ich ja irgendwie, okay, aber was ist jetzt hier, warum? Also da wurden Experimente gemacht, okay. Genau, irgendwelche bösen Menschen haben, irgendwelche... Aber die Frage ist halt auch, warum haben sie mich von vornherein gejagt? Das wird wahrscheinlich Wikipedia irgendwie sagen können, aber... Tatsächlich nicht. Ich habe ja schon, um den ein oder anderen interessanten Fakt einzustreuen, den ich nicht eingestreut habe, weil es gab nicht viele. Also da war storymäßig jetzt irgendwie nicht großartig was... Also ich glaube, die hätten... Also man könnte ja sowas über Achievements irgendwie machen. Also dass wenn man halt dann die findet, so ein Story-Happen zugeschmissen kriegt. Oder so. Ist sie denn, ob es ein... zweiten. Das ist noch relativ neu und ich habe jetzt noch nicht gehört, dass sie irgendwie an was arbeiten. Also es ist noch nichts angekündigt. Okay. Ist gefördert von der EU oder was? Naja. Ja, also fand ich definitiv eine Steigerung zu Limbo. Ich fand's auch wesentlich, weil es halt doch mehr Abwechslung und man hat sich zwar auch bei Limbo immer gefragt, irgendwie, was man da eigentlich tut und warum. Das hat man hier halt auch, aber halt dieses Ganze mit diesen Fabriken und diesen gesteuerten Menschen und so, das war halt interessanter, fand ich, als dieses man geht da durch Wälder und da kommen halt Spinnen und irgendwelche komischen Typen und Was ich wegen, also neben der Grafik besser fand, waren auf jeden Fall, dass die Rätsel waren jetzt nicht so repetitiv. Ja. Also auch die Steigerung war jetzt, also war jetzt nicht so, dass das jetzt wirklich ansteigt in der Schwierigkeit, sondern Ja, die Verwirrung steigt an.
weil wir die irgendwas damit sagen wollen. Ja, und es wird halt nicht schwieriger, ne? Genau. Also finde ich auch ganz angenehm, sondern die Rätsel sind von Anfang an relativ. Also sie sind schaffbar, genau. Also, sie haben es geschafft. Ja, hey, das reicht schon was. Ja. Aber ja, nee, es kann, ich finde es nett. Ich würde mich freuen, wenn es einen zweiten Teil geben würde, weil ich habe ja irgendwie Bock, dass man so ein bisschen irgendwie erfährt, warum. Ja. Also warum liegt jetzt dieser Klops? Ich glaube, dass genau, dass die Entwickler das nicht wollen, dass man irgendwie großartig. Also ich glaube auch, dass es zu diesem Spieldesign dazugehört, dass man halt nichts erklärt und nichts. Okay, aber das ist jetzt kein Ende. Da liegt jetzt ein Klops am Strand. Das könnte auch auf Rügen sein. Nur mit weniger Armen wahrscheinlich. Ja, aber trotzdem nicht schlecht. Play Dead Inside. Würdet ihr das nochmal spielen? Hat das ein Video? Nee. Ja, wieder sehr gering. Dadurch, dass es mir besser gefallen hat und nicht so teilweise frustrierend war, wie von wegen ich muss sterben, um rauszufinden, wie das geht, hat es einen höheren Wiederspielwert als Limbo, aber jetzt dann trotzdem nicht wirklich so, dass ich sage, so, das würde ich jetzt gern nochmal. Also ich fand es halt ziemlich cool. Die Story ändert sich ja dadurch auch nicht. Aber ich würde es halt nur nochmal spielen in so Situationen wie, weil ich es halt so cool fand, ich will es mal jemandem zeigen. Oder ich sag mal jemandem, ey, spiel mal, ich guck zu und weil es ist halt eigentlich ganz nett. Habt ihr noch im Kopf, wie viele Achievements? Ich glaube 8 oder so. Das heißt, das hätte sich auch in den letzten Tag zu geben. Kannst ja die Kapitel kann man einzeln ansteuern. Genau, die kann man einzeln ansteuern, das heißt, jetzt auch nicht zu Tode suchen und das Ding von vorne. Wenn du halt gar nicht weißt, wo was ist, dann nützt dir das auch nichts, dass du da Kapitel anwählen kannst. Man guckt ja für die Achievements dann doch schon zu mal. Was? Nein! Communities nach und so. Na gut. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Fand ich auch. Wirklich. Bin ein bisschen beeindruckt. Also, Limbo fand ich halt interessant, weil es für mich komplett neu war, dieses Prinzip. Und das hat mich jetzt aber trotzdem nochmal geflasht. So. Genau, hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich so ein Limbo-ähnliches Spiel, na gut, schauen wir mal rein. Aber dann doch, wirklich. Also ich finde halt, dass das Gute an Inside ist, für mich glaube ich, dass sie tatsächlich alles, was an Limbo gut war, noch ein bisschen besser gemacht haben und das, was nicht gut war, tatsächlich verändert haben und halt auch gut gemacht haben. Und also ich habe halt nichts an diesem Spiel auszusetzen. Und das ist halt... Das reicht schon aus. Ja. Okay, bevor Alex jetzt gleich seine Pizza am Mikro vernascht, ich sagen, wir hören jetzt auf. Überlegen mal, was wir als nächstes spielen. Vielleicht gibt es ja noch... Violent Hearts. Violent Hearts. Ja. Vielleicht das, vielleicht irgendwas anderes. Das überlegen wir. Das wäre wirklich noch ein gutes Spiel. In dem Stil, wie wir jetzt hier sind, doch. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch freuen drauf, dass das nächste wohl sein wird ein Gegeneinander mit ein paar neuen Stimmen auf jeden Fall. Schauen wir mal. Stimmt, dann bräuchten wir das Raummikro wahrscheinlich wieder, wa? Dann bräuchten wir das Raummikro, das ist richtig, weil ich glaube nicht, dass ich mehr als 3 Mikros hier bei OBS angeschlossen bekomme, wobei das auch über einen Software-Mixer machbar sein sollte. Das braucht jetzt unsere Fans auch nicht zu interessieren, die Interna. Genau, dann hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Guckt auch bei demnächst wieder rein. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.